turn on. Let's go 10 out of 10. Funky rebel music on the radio again. Tune in. Let's go 10 out of 10. Funky rebel music on the radio again. Turn on. Let's go 10 out of 10. Funky rebel music on the radio again. Tune in. Let's go 10 out of 10. Funky rebel music on the radio again. Turn on. Let's go 10 out of 10. Funky rebel music on the radio again. Tune in. Let's go 10 out of 10. Funky rebel music on the radio again. Und das Training mit dem Eisgerät ist ja auch im Sommer dann schwierig. Wie setzt du das dann nachher um, vom Bouldern dann zum Klettern mit dem Eisgerät? Ist immer wieder von neuem schwierig umzusetzen, weil man hat natürlich eine größere Spannweite, man hat nicht den direkten Kontakt eigentlich mit der Hand zum Fels oder zum Eis dann, was schwieriger macht zum Abschätzen, wie gut das jetzt auch wirklich hebt. Ja, aber andererseits hat man es nach ein paar Jahren auch einfach draussen den Wechsel. Also es kommt immer, jedes Jahr wechselt man besser. Und ja, man muss halt viel dann mal dran gehen, man muss dranbleiben, einfache Sachen machen, wieder ein bisschen daran gewöhnen an die Bewegungen, aber dann kommt das schnell wieder. Ist auch in der Sphäre ja die Kombination zwischen Eis, den Eisblöcken und auch noch Holz. So wirst du ja auch in der Sphäre eigentlich mit drei verschiedenen Materialien konfrontiert. Das ist ja sicher auch eine Herausforderung, eben an einer Holzkonstruktion, an einer Holzwand zu klettern oder ob du jetzt an einem Eisblock kletterst. Was ist für dich da eine besondere Herausforderung oder was ist daran kompliziert? Also das Wechseln fällt mir selber nicht so schwierig von allen verschiedenen Elementen. Was mir ein bisschen Schwierigkeiten macht, halt wirklich bei Eisfeld zum Beispiel, ist Kälte. Ich bekomme recht schnell mal kalt und durch das ist halt der ganze Bewegungsablauf so ein bisschen eingekämmt. Ja, andererseits ist es schon schwierig, vor allem in so einer Sphäre mit den Steigriffen, ist man sich nicht gewöhnt, mit den Pickel dran zu hängen. Das Gefühl ist ganz anders. Man kann es noch weniger abschätzen, wie gut dass es jetzt effektiv hebt. Man muss einfach vertrauen und gehen. Und kannst du dir, wenn du jetzt eine Route geklettert bist, hast du dann direkt schon im Kopf von jedem Steingriff, wo du ihn am besten nimmst oder wie du das Eisgerät am besten dort anbringst, speichert man das sofort ab? Oder ist das dann jedes Mal wieder eine neue Herausforderung? Musst du dann jedes Mal sozusagen wieder nachdenken, wenn du die Route startest? Also man schaut sich schon von Anfang an mal an. Man überlegt sich grundsätzlich mal, wo könnte man den Griff heben, wo ist es gedacht, dass man ihn hebt. Natürlich muss man beim Klettern auch offen sein, um schnell umschalten, falls es dann nicht so ist. Muss man vielleicht mal weiter überlegen, eben, ist es vielleicht ein Untergriff, muss man ihn vielleicht zeitlich auf die Schultern nehmen oder so. Man muss flexibel bleiben und das, ja, das ist dann schlussendlich glaube ich, das Wichtigste am Wettkampf. The supersonic blow should hit you in just a few seconds.